Hallo zusammen bei Sattelzeiten und herzlich willkommen zu einem weiteren Equipment-Video aus meiner Planung für 2023. Wer mir bei Instagram oder YouTube folgt, wird sehen, dass ich versuche, für 2023 mein Equipment für die Radreisen zu optimieren. Dafür habe ich mir schon einige Teile gekauft bzw. habe Teile ausgetauscht. Heute möchte ich euch zwei Equipment-Teile vorstellen, die ich richtig cool finde. Hier möchte ich jedoch als erstes der Andrea von Rennradliebe danken für ihre aufschlussreichen Videos. Hier konnte ich einige Ideen aufschnappen und dieses Equipment, welches ich heute vorstelle, gehört dazu. Ja, und was ich mir nun gekauft habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, für das Chaos, welches hier vielleicht gerade vorherrscht, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Ich habe dieses Video recht kurzfristig geplant und von daher ist es etwas chaotisch. Aber kommen wir zu dem Equipment. Und dazu haben wir diesen beiden Teile. Das hier ist keine Idee von der Andrea, sondern meine eigene, aber so ein bisschen abgeleitet von eines ihrer Videos. Und dieses schöne Stück ist tatsächlich aus einem ihrer Videos, nämlich Stuff Sack Pillow, nämlich ein Camping-Kissen. Das ist besonders leicht, hier steht 64 Gramm. Aber was ich ziemlich cool fand, ist, wie man das Ganze gestalten kann. Und zwar hatte auch ich ein einfaches aufblasbares Kissen bei meinen Radreisen am Werra-Radweg und am Weser-Radweg entlang. Und das war soweit okay. Ich konnte da halbwegs gut drauf schlafen, aber so ganz optimal war es halt nicht. So, mit der Idee von Andrea habe ich das Ganze jetzt anders gestaltet und hoffe, dass das gut funktioniert. Ich packe es mal aus. Hier haben wir noch so ein Gummiband dabei. Und hier ist das Kissen. So, das sieht jetzt in erster Linie aus wie ein Sack. Kann man auch dafür nutzen. Aber das Coole ist, wenn man das Ganze umdreht, so, dann ist hier eine total angenehme, weiche Oberfläche. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht kann es mir die Andrea bestätigen, dass man hier mit dem Kopf gut drauf schlafen kann. Wirklich schön weich. So. Was habe ich jetzt weitergemacht? Das hier ist kein Schlafsack, ist kein Inlet für einen Schlafsack, sondern ich packe es aus. Finde ich total cool, habe ich seit einem Jahr und liebe es. Oder liebe sie, müsste ich ja sagen. Und zwar ist das eine super coole Daunenjacke und zwar von Decathlon. Ich liebe diese Jacke, die ist auch gar nicht so teuer, hat glaube ich 79 Euro gekostet. Aber sie ist super funktional, also gerade jetzt, wo die Herbsttage beginnen und es kälter wird, ist die Jacke, obwohl sie eigentlich recht dünn ist, echt mega warm. Ich fahre da ganz oft mit auf dem Fahrrad zur Arbeit oder habe sie so halt in den Herbsttagen und Wintertagen an, weil die echt klasse wärmt. Ich finde die echt super. So, ihr habt gesehen, das Ganze kann man schön klein in diesen Sack knütteln. In diesen hier, den kann man auch noch weiter komprimieren. Ich hatte das jetzt so gelassen, weil ich das auf die Schnelle gemacht habe, aber ich sag mal, letztendlich dürfte der so groß sein. Also ja, wirklich recht klein, vielleicht 20 mal 10 cm, wenn überhaupt. Also den kriegt man wirklich ganz klein zusammengeknüttelt. So, wenn ich diese Jacke jetzt mit auf meine Radreise mitnehme, weil da gibt es ja auch immer mal kalte Tage, dann kann ich diese Jacke ganz hervorragend dafür nutzen, um das Kissen auszuführen. Und das machen wir jetzt mal. Das ist das erste Mal, dass ich quasi diese Jacke hier reinstopfe und gucke, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das funktioniert richtig gut.
So, jetzt kann man das hier so zuziehen. Und ruckzuck, wie ich es mir vorgestellt habe, haben wir jetzt echt ein richtig cooles Kissen. Und ich glaube, das ist auch echt bequem. Ja, meine Finger müsst ihr entschuldigen. Heute habe ich angefangen für mein weiteres Projekt. Wer es bei Instagram gesehen hat, die Umstellung meiner kompletten Schaltkomponenten am Gravelbike. Habe ich heute das Rad sauber gemacht und naja, vergessen wir es. Also, Kissen. Das Kissen finde ich jetzt richtig cool so und ich glaube, ich kann mir vorstellen, jetzt wird es noch ein bisschen zusammengedrückt, aber ich kann mir echt vorstellen, dass ich da gut drauf schlafen kann. Ich bin begeistert. Ja, also was soll ich sagen? Echt coole Sache. Ich finde das Kissen richtig klasse. Wenn euch das Kissen auch gefällt, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir ein Like da lassen. Wer neu auf meinem Kanal ist, lässt mir eventuell ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.